Wir sollten diesen Gedanken, dass wir davon ausgehen, dass das Leben gerecht ist, ein für allemal ablegen. Das Leben ist nicht gerecht. Das Leben auf diesem Planeten ist nicht gerecht. Jede Seele kommt mit anderen Aufgaben auf diesem Planeten. Manche Seelen bewältigen ihre Aufgaben, andere nicht. Manche haben viel, andere haben wenig. Das Leben ist nicht gerecht. Und jetzt zeigt sich, in Krisensituationen, in extremen Situationen zeigt sich natürlich auch immer, wie ungerecht das Leben tatsächlich ist. Gerade kommen so die ersten Jahresergebnisse des Jahres 2020 der großen Banken raus. Einige dieser Banken gehörten auch, zumindest für mich und für einige Finanzexperten, zu den sogenannten Zombie-Banken. Sie waren mehr oder weniger Banken. Ja, wenn man so will, sie waren mehr oder weniger pleite. Auch die schlechten Aktienkurse waren Aktienkurse, die nur von Vertrauen, von Glauben in die Zukunft und von irgendwelchen Hoffnungen der Aktionäre aufrechterhalten wurden. Einer hatte mir mal gesagt, jeder Cent, den die Bank, eine deutsche große Bank, an der Börse als Wert verzeichnet, ist noch ein Cent zu viel. Das hat sich natürlich jetzt in der Krise vollkommen verändert. Einige Banken machen riesige Gewinne, sind plötzlich wieder in der Gewinnzone drin, haben Umsätze irre. Davon hätten sie 2019 noch nicht einmal träumen gewagt und haben jede Menge neue Kunden. Großkunden wohlgemerkt, vor allen Dingen Großkunden. Ja, das System verändert sich gerade. Die ganz, ganz, ganz großen Firmen, die, wenn man so will, Multinationals, ne? Also die Firmen, die weltweit operieren, die globalisieren, die auf dem Globalisierungsmarkt sind, diese ganz großen Firmen, auch die ganz großen Online-Händler, die boomen gerade. Die werden wohlhabender und wohlhabender. Nicht nur die Firmen werden größer, können immer mehr Leute einstellen, auch die Firmeninhaber werden immer wohlhabender, immer reicher. Einige ziehen sich gerade zurück. Womöglich auch, weil sie nicht mehr in der Öffentlichkeit sein wollen. Sie haben längst ihre Insel gekauft und setzen sich dort zur Ruhe und sagen, das wird mir alles zu heikel. Vielleicht gibt es irgendwann irgendwelche Leute, die nicht mehr so ganz einverstanden sind mit der jetzigen Politik und wie es alles läuft. Ich muss meine Seele retten. Ich muss sie auf eine einsame Insel retten. Das passiert im Augenblick auch. Fest steht, die großen Banken, auch die einiges in der Vergangenheit gemacht haben, wo man sagt, nee, das hätten sie besser nicht gemacht, das ist nicht korrekt, das ist nicht ethisch, nicht moralisch. Ganz im Gegenteil, die machen gerade immer größere, immer mehr Gewinne und auch große Firmen. Die kleinen Firmen, die verschwinden gerade, auch die kleinen Läden, auch die kleinen Geschäfte, das, was wir den sogenannten Mittelstand nennen. Und darüber freuen sich einige große Akteure auf den Weltmärkten. Ist besser so. Mit den Kleinen kann ich nicht viel anfangen. Erstens mal gewinne ich mit denen gar nicht so viel, also mache ich nicht so viel Gewinn, denn meistens ist das viel Arbeit. So eine kleinere Firma als Kunde oder so ein Kunde, der nur jeden Monat 300 Euro aufs Bankkonto hat, der macht natürlich viel mehr, viel, viel mehr Arbeit als so ein Großkunde, an den ich jeden Monat mindestens 1 Million Euro verdiene. Ist ja logisch. Der interessiert mich eigentlich nicht. Der interessiert schon lange nicht mehr und er ist auch so schwer kontrollierbar. Wer sagt denn, dass der nicht doch ab und zu mal ein Kleid oder ein paar Schuhe oder auch ein Bierchen bar annimmt, dass er Bargeld annimmt und dann vielleicht 100 Euro im Monat schwarz verdient? Wer sagt denn, dass das nicht so ist? Den kann ich doch gar nicht kontrollieren. Der muss weg. Zum Glück haben wir jetzt die Situation, wo das alles einfach so funktioniert. Alles geht gerade weg, zumindest was die Kleinen anbetrifft. Die Großen, ja, mit denen arbeite ich zusammen, Hand in Hand, die kenne ich. Die haben ja auch die gleiche Mentalität wie die, die ich habe. Das funktioniert. Wir wissen, was wir ethisch und moralisch tun können. Nicht wahr? Nicht wahr? Und wir wissen auch, wie wir große Umsätze machen, nicht wahr? Die Kleinen sind bald weg, bald sind sie ganz weg. Hurra, hurra!
Es ist eine eigenartige Situation, in der wir uns derzeit befinden. Es gibt sehr viele Menschen, es gibt auch jetzt die ersten Studien zu der Situation der Menschen, nicht nur die Situation, ja, was die Läden, was ihre berufliche Zukunftsvision anbetrifft, auch die der Selbstständigen. Nein, es gibt jetzt auch die ersten Studien anhand der Erfahrungen, die man gemacht hat, die ersten Studien der Psychologen, Psychiater, der Gesundheitsorganisationen. Und da fällt eines ganz stark auf. Depressionen nehmen extrem zu. Ja, brauchen wir uns eigentlich nicht drüber wundern, denn jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, der weiß das. Selbstmordrate bei Jugendlichen steigt. Ich kann mich noch erinnern, meine Pubertät war keine einfache Zeit. Bei wem war die Pubertät eine einfache Zeit? Das ist eine Frage, die ich hier den Zuschauern stellen möchte. Ich glaube, 99% der Menschen hatten keine einfache Pubertät. Und bei einigen, die Eltern dachten, wow, die sind jetzt so problemlos durch die Pubertät gekommen. Und da fing die Pubertät dann an, als sie aus dem Einflussbereich der Eltern raus waren. Kinder, die gut funktioniert haben und die dann, wo sie endlich selbstständig wurden, mit 20 oder 21 oder mit 23 aus dem Einflussbereich raus und dann angefangen haben zu pubertieren. Jeder Mensch, jede Seele sucht sich seine eigene Identität. Und das ist in der Pubertät eine unglaublich schwere, will ich nicht sagen, aber eine Zeit mit vielen Ups und Downs. Und die Frage, weshalb bin ich auf diesem Planeten? Was kann ich aus meinem Leben machen? Was macht das eigentlich alles für einen Sinn? Das sind Fragen, die sich sehr intelligente Menschen natürlich sehr, sehr oft und sehr gerne stellen. Und wenn ich da keine vernünftige Begleitung bekomme oder alleine gelassen und alleine gelassen werde und auch mich mit meinen Freunden darüber nicht austauschen kann, dann kann das sehr leicht schiefgehen. In meiner Pubertät gab es einige Jugendliche, die das nicht geschafft haben. Einige haben tatsächlich dann ihr wunderbares Leben auf diesem Planeten beendet. Und einige sind auch abgerutscht in irgendwelche Süchte. Die meisten, die abgerutscht sind, haben es nicht mehr geschafft, da rauszukommen. Einige leben noch heute. Die sind halt anders. Ich habe immer gesagt, und ich bleibe dabei, dass gerade die Seelen, die sehr leicht abrutschen in eine Sucht, dass gerade diese Seelen die besonders wertvollen Seelen sind, die sich auch besonders viele Fragen stellen, aber die halt leider oft schwach sind und vielleicht nur nicht die richtige Begleitung bekommen haben. Jetzt in dieser Zeit, wo Jugendliche überhaupt nicht, sie können ja kommunizieren online, aber es ist nicht dieser körperliche Kontakt. Ich gehe mal kurz vorbei zu meinen Freunden, wir treffen uns, manchmal heimlich. Irgendwo wo auf einem Wiesenstück oder im Wald oder in einem Park. Und da sitzen wir und reden. Ja, und man wird sich gegenseitig ein bisschen hochnehmen. Da wird ein bisschen geärgert. Da wird gesprochen über das, was einen bedrückt. Es ist die persönliche Kommunikation, die fehlt. Die fehlt den jungen Menschen. Und nicht nur den jungen Menschen, auch den erwachsenen Menschen. Wenn ich jetzt mit Menschen rede, hier aus dem Zuschauerkreis, aber auch meine Lieben zu Hause. Das tut nur weh. Das tut nur weh. Und ich höre von allen Seiten, hoffentlich machen bald die Sportstudios wieder auf. Hoffentlich kann ich bald wieder schwimmen. Hoffentlich gibt es bald wieder einen neuen Schulbetrieb. Hoffentlich. Die Hoffnung ist groß. Die Hoffnung ist groß. Was tut man hier den Menschen an? Mann. Wir können auch Namen nennen. Suchen Sie sich Ihre eigenen Namen aus. Keiner wird mich retten. Ich muss es selbst tun. Solange ich das mitmache, solange ich sage, hoffentlich ist es bald zu Ende, solange wird sich natürlich nichts ändern. Ich selbst bin erschrocken über meine eigene Prognose und über meine eigene Vision und über das, was ich gesehen habe. Ich habe im März 2020 gesagt, das Läppchen geht nicht mehr weg. Und die Leute haben mich ausgelacht. Ach, 2 Wochen, 3 Wochen, 1 Monat, dann ist es wieder weg. Nun, wir sind jetzt 1 Jahr später und das Läppchen ist immer noch da. Das Läppchen geht nicht mehr weg, glauben Sie mir.
Weil es wird immer wieder was Neues kommen. Es wird ja jetzt auch in den Medien erzählt, ne? Es gibt eine neue Mutation und eine noch gefährlichere Mutation und eine noch gefährlichere Mutation. Ja, natürlich gibt es eine Mutation. Wir müssen leben mit Bakterien und Viren und wir tun es seit Tausenden von Jahren. Das, was wir gerade haben, haben wir noch nie gehabt. Noch nie. Noch nie. Obwohl wir seit Tausenden von Jahren Viren und Bakterien haben und noch viel Schlimmeres. Wir haben auch Raubtiere im Wald. Hier in diesem Dschungel gibt es Raubtiere. Ab und zu wird tatsächlich mal jemand von einem Raubtier zerrissen und gefressen. Kann man dem Raubtier nicht vorwerfen, denn es ist ein Raubtier. Kann man höchstens der Person vorwerfen, die dumm genug ist, ohne Begleitung oder ohne sich zu, ja, sich was Schützendes mitzunehmen, vielleicht am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt durch den Dschungel zu gehen. Manchmal ist es auch die falsche Reaktion. Es wird uns niemand helfen. Wir müssen uns selbst helfen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung wird uns nicht retten. Schauen Sie sich an, was passiert ist. Und schauen Sie sich an die gefährlichen Mutationen. Erstens mal gibt es zu diesen gefährlichen Mutationen überhaupt keine wirklichen Informationen, keine Zahlen, Daten, Fakten, ja doch bei der ersten Version jetzt aus Südafrika. Aber ansonsten, ich sage Ihnen, es gibt eine ganz, ganz gefährliche Mutation. Die liegt bei mir unterm Bett. Keiner hat sie gesehen. Keiner riecht sie, keiner hört sie. Und bis jetzt hat sie auch noch keinen Schaden angerichtet. Aber sie liegt da unterm Bett und sie wartet darauf, bis sie hervorkriechen kann. Und dann haben wir wieder ganz gefährliche Mutation.